taktisch gespielt. Auf geht's, erster Satz. In den USA und in Ägypten. Vor allem hat er sich so weit nach vorne gespielt und in der Weltrangel. Wir haben aufhören lassen im letzten Jahr bei den Weltmeisterschaften durch seinen Unterlag. Und Ryu ist wieder dran. Und da hat er nochmal Glück schlucken, damit man sie dann sozusagen unter Kontrolle hat und dass sie für das eigene Land spielen, wenn es, dass sie dann als Gegner auftauchen und möglicherweise der... Der beste Ball ist sehr, sehr stark. Eine im Einzel. Dieser. Toll gesetzt, dieser Ball von Ryu. Mit viel. Sehr präzise. Kaum zu retournieren. Und aus einem deutlichen Rücken. Und zum zweiten Mal vom Netz ins Aus. In einer sehr guten Form zu sein. Dritter Satz, 2:0 für Lyon. Ein frech. Jetzt ließen das konsequente Satz zu Ende spielen. Hier versehen wir diese Rückhand-Penholder, rückt den Ball, halt in dieser Situation nicht. Wieder mal so ein Kantenball, dass ich jetzt warm für das große Spiel. Und wieder eine dieser wirklich fantastischen für das große Spiel. Ja, und da hat er den Satz im vierten Satz. In der Bundesliga ist dort an 2 gemeldet, hinter dem Tschechen Peter Korbel. Ich glaube, da hat er mit dem Ball in die Vorhand gerechnet. Aber die wissen schon bei, wo die Stärke des jeweiligen Gegners ist. Nachdem er am Anfang noch ein paar Probleme hatte, sich auf dieses System des Mannes Hongkong
das. Na gut. Keiner läuft da noch. Und drei Satzbälle für den Koreaner. Einige Dortspieler sind schon auf der Tribüne. G-Shop war da zu sehen, die sich. Das müsste es doch sein. Oh. Er ist der Führende im Pro Tour Ranking 2000. Hat hier die meisten Medaillen gewonnen. Insgesamt 20 bei der Pro Tour. Hat sich deshalb nach vorne gespielt auf Rang 3 der Weltrangliste. Und es ist fast logisch in diesem Halbfinale. Mit einer bemerkenswerten Steigerung nach dem zweiten Satz spielt sich